Straßen von New York, LA, Washington und ähnlichem sind groß. Wir haben jede Menge Helden und das ruft natürlich einige Gangs und kriminelle Organisationen auf den Plan. Aber da kann man auch ganz schnell die Übersicht verlieren. Drei der nächsten großen Projekte spielen auf der Straße. Also lasst uns mal grob schauen, wer diese ganzen Street Gangs sind und wofür sie stehen. Hi, ich bin Nadja und das ist Nerd Zika. Willkommen in den tiefen Gewässern des Nerd Goldfischglases, in dem jeder nach Easter Eggs, Hintergrundwissen und Theorien tauchen und fischen kann. Es ist endlich passiert. Ich heiße Nerd Zika hier. Ich habe das Rebranding hinter mir. Das war passend zu meinem Geburtstag am 25., wo ich mir gesagt habe, dieses Jahr möchte ich das ein bisschen hübscher machen und eine Corporate Identity haben. Und den Content wird es eben Nerd Zika sein. Es gibt noch meine Schauspielerin. Geschichte. Das bin dann eben ich mit meinem vollen Namen. Dazu wird es aber auch noch von mir ein Update geben als Community-Beitrag und ja, konzentrieren wir uns heute mal auf die Street Gang. Hydra, AIM, Oscorp, davon hat man gehört. Man weiß, der Kingpin ist einer der ganz großen Spieler auf der Straße. So wurde er auch letztens in einem Interview als der Thanos der Straßenwelt bezeichnet. Aber das sind noch viel mehr Player auf der Straße und wir gehen sie jetzt alle nacheinander grob durch, wer sie sind, wer sind ihre Anführer, was sind ihre Ziele. Wie realistisch ist es, dass sie innerhalb des MCUs einen Auftritt haben oder zurückkommen können? Dabei umfassen wir sowohl die Unternehmen, die die Straßen dominieren, als auch einzelne Gangs und Personen. Also, rein da! Beginnen wir mit einer der bekanntesten Gruppen, Hydra, oder auch zu Deutsch Hydra. Gegründet vom Alien Hive, wie wir in Agents of S.H.I.E.L.D. lernen, oder auch später von Johann Schmidt aka Red Skull innerhalb des Zweiten Weltkriegs. Es ist eine Organisation, die es sich zum Auftrag gemacht hat, die Welt zu übernehmen, und dabei kommen einige von ihnen die Nazis rüber. Neben Johann ist auch Armin Sola ein wichtiges Mitglied und die Organisation nahm eine wichtige Rolle innerhalb des Captain America Franchises und auch in Agents of S.H.I.E.L.D. ein. Derzeit sind sie nicht funktional. Aber es ist nicht auszuschließen, dass sich Hydra in dem zukünftigen Chaos rund um Red Hulk und Kingpin durchaus wieder im Untergrund formen und wieder an die Macht kommen könnte. Hierfür müsste allerdings dann auch ein passender Plot vorkommen. Hydra selbst könnte eben aufgrund der ganzen neuen Agents of S.H.I.E.L.D. ein ganzes Video beanspruchen. Deswegen gehen wir hier auch nicht tiefer drauf ein. Wenn ihr euch aber einen Vergleich von Hydra innerhalb des MCU mit den Hydra in den Comics wünscht, beziehungsweise ein Lore-Video zu dieser Organisation, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. AIM oder auch Advanced ID Mechanics ist die Organisation, die wir bisher eher im Hintergrund gesehen haben. Ihr wohl wichtigstes Mitglied MODOK sahen wir zuletzt in Ant-Man and the Wasp: Quantumania und für diejenigen, die abstrusen Humor mögen, auch in dessen eigener Stop-Motion-Serie. AIM ist ein Forschungsunternehmen, welches sich vor allem auf die Errichtung von Waffen ausgelegt hat. Diese sollen wiederum die Regierung stürzen. Ihr Anführer wechselt immer mal wieder, wird aber immer als Scientist Supreme bezeichnet. Sehr originell, ich weiß. Es sind auch verschiedene Splittergruppen aus AIM entstanden. Ob wir sie nochmals sehen werden nach dem Tod von MODOK ist jedoch fraglich. Aber es ist möglich, dass sie immer mal wieder einen kleineren Auftritt haben werden oder Technik von ihnen an anderer Stelle auftaucht, die natürlich nur da ist, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Zuletzt gesehen in Echo als scheinbarer Inhaber der Tankstelle ist auch Roxxon, ähnlich wie AIM und Oscorp eine der größeren kriminellen Organisationen, die sich eher mit dem Einfluss dessen beschäftigen, wie sie die Menschen von sich abhängig machen und eine gewisse Macht haben, welche sie ab und an überschreiten. Roxxon ist dabei hauptsächlich ein Energie- und Treibstofflieferant. Der wohl bekannteste Anführer, der uns im MCU entgegenkommen konnte, wäre der Name Hugh Jones. Bisher hielt sich dieser aber mit Profitmaximierung noch größtenteils im Hintergrund und wurde hauptsächlich angeteasert, wie beispielsweise auch in Loki Staffel 1. Wenn es mit ihnen einen Konflikt gibt, dann ist dieser wohl in Richtung Daredevil oder Spider-Man einzusortieren. Norman Osborns Konzern. Wir kennen ihn alle. Unseren Green Goblin, der Peter in No Way Home dazu brachte, ihn töten zu wollen, bevor dieser zurück in sein Universum konnte. Bei Oscorp handelt es sich um ein milliardenschweres Unternehmen. Definitiv eines der einflussreichsten und eines mit einer weit verteilten Geschichte über die Spider-Man-Comics verteilt. Vor allem auch durch Normans langjährige Rivalität mit Peter und der Rache an diesem, die in so vielen verschiedenen Versionen bereits gezeigt wurde. Sei es in No Way Home, der Raimi-Trilogie, den Cartoons, selbst in den Spider-Man-Games. Von Insomniac wurde diese Story bereits angeteasert. Hat Oscorp denn eine Zukunft im MCU? Ich schätze eher weniger.
Im 616-Universum wurde das Unternehmen bisher nicht etabliert und für unseren Peter Parker ist der Green Goblin als einmaliges Kapitel eine abgeschlossene Sache, die keinen Sinn ergeben würde, weiter ausgebaut zu werden. Ersetzt werden könnte das Ganze dadurch, Ned zum Hobgoblin zu machen, was eine ähnliche Wirkung hatte. Aber in diesem Fall hat es nichts mit Oscorp zu tun. Das ist wohl die Firma, mit der wir in nächster Zeit und in letzter Zeit am meisten zu tun haben. Eine Firma, die in ihrem Einfluss bereits in Echo aufgebaut wurde, natürlich neben den bereits etablierten Hintergründen aus der Defenders-Saga, welche nun ins Kanon zählt. Fisk hat natürlich das Ziel, in allem der Beste zu sein und weit über die Tracksuit-Mafia hinaus zu handeln, welche eine der Zweige dieses Unternehmens bildet. Sein nächstes Ziel ist es, den Bürgermeister für New York zu stellen und eventuell die ganze Welt, die Identität von Daredevil wissen zu lassen. Tieferes zu Fisk aus den Comics erfahrt ihr übrigens im verlinkten Video. Ihr wollt weiteres über die Geschichten einer dieser großen Unternehmen aus den Comics, schreibt es gerne in die Kommentare, denn diese würden diese kurze, aber prägnante Übersicht definitiv sprengen. Kommen wir nun zu den Konglomeraten, die denen in der echten Welt am meisten ähneln. Natürlich entspricht dies der realen Mafia. Dunkle Geschäfte mit dem Ziel, die Welt zu unterwandern. Ein weit verbreiteter Einfluss und viel Geld dahinter. Kingpin ist ein Teil dieser und auch Hammerhead ist es, während Tombstone derzeit in den Comics kein Mitglied ist. Der Hauptpart, der diese so gefährlich macht, ist die internationale Interaktion mit Hauptsitz in Italien und das Netzwerk, was diese hat. Bisher haben wir sie im vollen Umfang auch noch nicht im MCU auftreten sehen. Ob sich das mit der steigenden Wichtigkeit des Straßensektors noch ändert? Schreibt doch gerne eure Meinung dazu zwischendurch auch unten auf. Ihr seht, hier sind schon ein paar Namen, welche vor allem durch das Spider-Man-Franchise bekannt sind und eine Verknüpfung haben, die für später relevant sein könnte. Hier wäre dann auch noch eine Organisation, welche durch Echo angekündigt wurde und wohl nach der Bestätigung dessen, dass unser Bullseye zurückkehren wird, noch die ein oder andere Rolle spielen wird. Das Black Knife Kartell, geführt von Theo Zarco, wurde nun mit Echo eingeführt, wo wir allerdings eine kleine Änderung im Kartell haben, denn außer Theodore Zarco tragen alle anderen Mitglieder des Kartells das Zeichen X auf der Stirn. Das Kartell hat Augen in ganz Kolumbien und beliefert Kriminelle überall in den USA. Sie sind hauptsächlich als Kontrahenten zu Bullseye aktiv. Da sie aber noch alle leben, ist davon auszugehen, dass sie zumindest Theo in Daredevil Born Again sehen werden. Auch wurde uns Bullseye für Daredevil bestätigt, weswegen es umso mehr Sinn ergibt. Black Cat, aka Felicia Hardy, ist eine Diebin, welche auch ab und an mit einer der beiden genannten Helden anbandelt. Die Dämonen unter der Führung von Martin Lee, aka Mr. Negative, einer der Miles Morales Hauptschurken. Tombstone, Looney Lincoln, ein Kerl vollständig aus Stein, der den beiden auch schon einige Probleme gemacht hat. Die Dogs of Hell, welche wir bereits in Agents of S.H.I.E.L.D. hatten, auch wenn das nicht Kanon ist. The Hood, eine Bedrohung, mit der wir es in Ironheart zu tun bekommen, denn dieser Straßenchef wurde im wahrsten Sinne des Wortes von einem Dämon besessen. Hammerhead, etwas ähnliches wie Fisk, nur mit Stein statt Muskeln. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie ihn noch zusätzlich hineinbringen. Ihr seht, wenn wir uns die Verhältnisse auf der Straße einmal genauer ansehen und diesen riesigen, in der Düsternis getriebenen Machtkampf, dann stechen uns vor allem drei Helden ins Auge. Daredevil, Wolverine und Spider-Man. Nur einer von diesen ist die meiste Zeit kinderfreundlich und das ist es, was manchmal auch den Reiz der Stories in diesem, nennen wir es mal, Subgenre des Marvel-Universums ausmachen. Ob Marvel es nach der eher vorsichtigen Version in Echo hinbekommt, diese Organisationen nochmal richtig aufzusetzen, so bedrohlich wie damals auch Hydra wirkte, so viel Einfluss wie Kingpin und Osborn bisher gezeigt haben? Wir werden sehen. Fällt euch aber auf, dass es sich hierbei insgesamt um den gesamten Zusammenhang von nun Echo, Born Again und den Cap- und Thunderbolts-Film handelt? Das hier ist also die perfekte Übersicht für den nächsten Part der Multiverse-Saga. Wobei stellt ihr euch gerade auch die Frage, warum Multiverse-Saga, wenn alles gerade auf der Straße spielt? Vielleicht wurde sich dabei auch gedacht, einige alternativen Zeitlinien und Varianten einfach nur ins Spiel zu bringen und das würde ausreichend sein. Und dann dürfte man sich auf den Straßenbereich fixieren. Was glaubt ihr? Kommt Marvel mit dem Straßenbereich wieder aufs Gleis, wenn sie den Ansatz verfolgen wie damals in den Netflix-Serien? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's aber auch schon mit der knappen und groben Übersicht und ich danke euch fürs Zusehen in diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne auch Feedback da, was ich besser machen kann oder welches Lore-Video euch als nächstes interessiert. In der Zwischenzeit schaut gerne unten in der Infobox auf meinen anderen sozialen Medien vorbei. Wie ihr unschwer erkennen könnt, heiße ich hier jetzt auch Nerdzika und das ist toll. Das habe ich auch schon im Intro erwähnt.
Ja, schaut auf Insta vorbei, schaut auf TikTok vorbei, auf Twitch, wo ich streame, kommt auf den Discord, kommt in die Gruppe. Es gibt leider keinen Lamborghini für euch. Schaut beim nächsten Video wieder ein. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.